guten Tag, beziehungsweise besser guten Abend. Wir haben jetzt 23.29 Uhr und ich hatte mir eigentlich für den Tag vorgenommen, dass ich lerne. Und jetzt passt auf, ich zeig euch das mal. Moment. Und zwar, ich hatte mir vorgenommen für heute von folgenden Seiten, also Moment, also ich schreibe morgen Bio und, ach, Montag. Ich wollte mir von dieser Seite, hier, von dieser Seite, dann von, wer hat markiert? Hä, hey, warte mal, was war das denn? Moment. Ich muss euch das zeigen, das ist der Burner. Ich hab's gleich gefunden. Keine Sorge, keine Panik, gleich haben wir's. Gleich geht's los, gleich geht's los, gleich geht es los. Es geht gleich los, es geht gleich los. Ich weiß nicht wo. Hä? Ja, so gut habe ich mir das angeguckt, dass ich weiß, auf welchen Seiten das ist. Hä, bin ich jetzt dumm oder was? Och man. Ich wollte doch nicht schneiden. Also von den Seiten, die ich euch gerade gezeigt habe und von der Seite heute mal das Wichtigste rausschreiben. Jetzt zieht euch rein, was ich mir rausgeschrieben habe. Sehr gut. Ja, jetzt kann ich den ganzen Quatsch morgen machen. Ja, und warum auch immer ich jetzt hier dann so spät ein Video drehen muss, wenn ich hier den ganzen Tag nichts geschafft habe, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe keine Ahnung, aber... Oh, jetzt quietscht der Stuhl. Ja, naja. Ich wollte jetzt beim Alltagstag mal... Übrigens fällt mir mal auf, dass ich in letzter Zeit echt immer in vollster Pracht vor euch erscheine. Guck mal, wie ich aussehe. Tja. Also. Kannst ja vergessen. Naja, wie auch immer. Ich wollte jetzt heute mal beim Alltagstag mitmachen, weil den habe ich bei der Kati gesehen. Also ich habe den schon bei voll vielen anderen gesehen. Aber ich habe ihn bei der Kati gesehen und da habe ich gedacht, oh, ho, 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 hast du noch nicht mitgemacht. Also machst du das mal. Und ja, das Ganze sind 15 Fragen. Ich fange jetzt mal an, bevor ich mich wieder um Kopf und Kragen rede. Also Frage Nummer 1. Was ist dein Lieblingsessen aus deinem Heimatland bzw. deiner Heimatstadt? Ja, ich bin Deutsch. Deutsch. Und deutsches Essen... Was ist denn so typisch deutsches Essen? Bratwürste, Sauerkraut, Kartoffel. Nee, ich bin, also dann, och, keine Ahnung, irgendwas mit Fleisch und Kartoffeln oder Spätzle. Oh ja, Spätzle sind gut. Nehmen wir Spätzle. Sind Spätzle deutsch? Ja, Spätzle sind deutsch, gell? Es ist spät, ich bin verplant. Hihi. Ich glaube, ich rede auch viel zu leise, aber unten drunter schlafen schon meine Eltern und deswegen... Egal. Frage Nummer 2. Autofahren oder öffentliche Verkehrsmittel? Ja, ich bin ja noch 17. Ich habe zwar meinen Führerschein, aber ich darf ja nur nicht alleine fahren. Und öffentliche Verkehrsmittel nutze ich nicht, weil ich eigentlich ziemlich zentral wohne, sodass ich überall ziemlich zu Fuß hinkomme. Aber ich lasse mich meistens von meinen Eltern fahren, weil ich einfach zu faul bin. Also Auto. Und wenn ich 18 bin, auf jeden Fall Auto. Ja, Auto. Bist du eher der Wochenend-Couch-Typ oder der Weggeh-Typ? Ich bin der Couch. Der Couch-Typ. Mir wird es keiner glauben, aber ich war noch nie in der Disse oder so. Nee. Da kriege ich Beklemmung. Ernsthaft, das ist mir zu voll und zu warm und zu laut und keine Ahnung. Also das ist ja vielleicht ein, zwei Mal ist das schön, aber so, ich könnte niemals jedes Wochenende hier auf Jück gehen. Nee, ich bin ein Couch-Typ, definitiv. Wenn du 1.000 Euro zur Verfügung hättest und dich zwischen einer Woche Luxusurlaub und Kosmetik kaufen entscheiden müsstest, worauf fällt deine Wahl? Ja, auf Kosmetik kauft natürlich nicht. Natürlich Luxusurlaub. Also bitte, wer entscheidet sich denn dafür Kosmetik? Jetzt mal ohne Spaß. Eine Woche Luxusurlaub. Hallo? Natürlich. Kosmetik kann man und kann man im Urlaub auch kaufen, richtig?
Richtig. So. Würdest du eher ohne Foundation oder ohne Mascara rausgehen? Definitiv ohne Mascara, weil ich muss meine Haut abdecken. Ja, und ich ohne Mascara, da habe ich kein Problem mit. Ist nicht so schlimm. Wenn du deine komplette Schminksammlung aufgeben müsstest und nur zwei Dinge überleben können, welche wären das? Dann. Ja, Foundation und Mascara. Ja, das sind schon so die wichtigsten Sachen. Wobei Foundation, wie gesagt, ja wichtiger ist als Mascara für mich. Hm? Kaufst du lieber High-End-Kosmetik oder Drogerieprodukte? Drogerieprodukte. Ich habe kein einziges High-End-Produkt. Wobei mich das natürlich reizt. Ich hätte sehr, sehr gerne mal ein High-End-Produkt. Einfach mal, um den Vergleich und so zu haben, ne? Das wäre schon cool. Aber Drogerieprodukte auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Allein schon vom Preis her und von der... ja, wie heißt denn das? Kriege ich halt schneller. Ne? Wie viele Wörter? Trägst du deine Haare lieber offen oder einen Zopf? Ja, in letzter Zeit habe ich die immer in einem Zopf. Wenn die mich nerven, sind es halt in einem Zopf. Aber eigentlich lieber offen. Ja. Wenn du Sport machst, schminkst du dich dann oder kannst du darauf verzichten? Ich schminke mich. Ich bin ein Opfer. Ich schminke mich auch, wenn ich Sport mache. Ja. It is wie it is. Schiebe Arsch gibt schiebe Schiss. So. Bist du, was dein Zimmer oder deine Wohnung angeht, eher unordentlich oder darf es auch mal chaotisch sein? Bei mir ist es immer chaotisch. Ich habe das ja gestern in meinem Video schon mal gesagt. Ich bin, glaube ich, die unordentlichste Person auf der ganzen weiten Welt. Ich räume einen Tag auf und am nächsten Tag sieht's aus wie bei Hempels. Nee, furchtbar. Also ich bin richtig, richtig unordentlich. So richtig. Bist du eher der Online-Shopping-Typ oder der Ladenbummler? Ich glaube eher Ladenbummler. Online-Shopping ist halt so eine Sache, ne? Ich bin ja noch nicht 18, da muss das meine Mutti machen. Dann sage ich, weil da muss ich immer sagen, ja, Mami, kann ich bestellen und so. Ja, und dann macht mir meine Mama oftmals klar, Kind, das brauchst du nicht. Ja. Also Ladenbummler. Würdest du deine Schminke an Freundinnen verleihen? Ah ja, sicher. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die für Ewigkeiten verleihen, obwohl schon. Das sind ja alles keine teuren Sachen, die ich habe. Doch, würde ich verleihen. Und auf jeden Fall, auch wenn die mal bei mir wären oder so. Klar, können die benutzen, alles kein Thema. Nimmt, was er braucht. Auf was könntest du eine Woche lang eher verzichten? Schminke oder Süßigkeiten? Na, was ist das denn für eine Frage? Süßigkeiten natürlich. Hallo, Schminke verzichten? Was sind wir denn? Ne, gib ich nicht her. Okay, doch an meine Freundin, wie gesagt. Aber nein. Stehst du auf Karaoke oder ist dir so etwas vor anderen Leuten eher unangenehm? Ja. Also früher haben wir immer voll oft so Singstar-Abende gemacht und so, ne? Aber da habe ich dann immer so automatisch oder beziehungsweise extra so falsch gesungen. Weil wenn dann jemand gesagt hat, boah, Vanessa, du singst aber scheiße. Dann konnte ich ja sagen, das habe ich doch extra gemacht. Ja, und wenn ich richtig gesungen hätte und dann hätte jemand gesagt, du singst aber scheiße, dann hätte ich das ja nicht sagen können. Ich bin ja ehrlich. Ja, aber eigentlich ist mir das schon eher unangenehm. Kennt ihr das, dieses Lied von Bodo Wartke? Dieses, ich trau mich nicht, du, 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 ich trau mich nicht, du, 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 ich trau mich nicht, du, 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 du. Ja, nee, ich bin, ich kann ja gar nicht singen. Nö. Also ist mir eher unangenehm, glaube ich, ja. Und die letzte Frage, bist du ein Familienmensch oder eher ein Einzelgänger? Ich bin voll der Einzelgänger, ich schotte mich ab, ich setze mich in mein Eckchen und will mit keinem was zu tun haben. Nein, Blödsinn. Ich bin schon ein Familienmensch. Manchmal bin ich halt auch schon so ein bisschen zickig und da gehen mir alle auf den Sack. Aber das ist ja, das hat ja jeder mal, oder? Aber nee, ich bin schon ein Familienmensch. Ich brauche meine Menschen um mich rum. Ich könnte zum Beispiel auch nie so ein Auslandsjahr machen. Das machen ja voll viele. So einmal ein Jahr weg, scheißegal. Ich könnte sowas nicht. Ich brauche meine Mami um mich. Also, nee, schon Familienmensch.
Und dann waren auch schon die 15 Fragen. Ja, das ging ja ratzfatz, 10 Minuten. Ja. Hab gerade eben das erste Mal in DSDS reingeschaltet. Guck dir das. Ich habe das jedes Jahr verfolgt, aber dieses Jahr kein Stück. Ja, jetzt habe ich da mal reingeschaltet. Da war eine, die hat voll lustig getanzt. Ich kann es jetzt nicht zeigen, aber die hat mir die Beine so eingeknickt. So tudum, tudum, tudum. Voll witzig. Das war diese hier aus Lettland oder so kommt die, diese Blonde. Tudum, 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 tudum. Ja. Okay. Ich werde dann morgen. Ach, was will ich? ich drehe dann morgen nochmal hier Videos und so ein Kram, ne? Ja. Och. Also, ich hoffe, es euch hat das Video gefallen. Ja. Und wir sehen uns morgen wieder auf jeden Fall. Und ja, beziehungsweise nochmal, weil ich glaube, wenn ich das Video jetzt hochlade, dann ist eh schon nach 12 und dann ist ja quasi schon morgen und dann lade ich ja dann nochmal. Also sehen wir uns später ja wieder. Okay, ich wünsche euch eine gute Nacht, einen guten Morgen, einen guten Tag, wie auch immer. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Und tschüss.